Ja, hi Leute, ich bin's wieder, LegoStoreFreak33, und jetzt mit dem zweiten Teil meines 250 Abo-Mods. Und zwar hatte ich euch ja jetzt hier diesen Eingang und diesen Mittelteil hier der Basis gezeigt, beziehungsweise des Gefängnisses gezeigt. Und jetzt zeige ich euch mal die Zellen. Nehmen wir hier die Dächer ab von den Zellen. So. Und. Ja, da fällt schon der erste Gefangene um. Warum die alle Bomb-Squad-Rüstungen anhaben, will ich jetzt nicht nochmal erklären, wird zu lange dauern. Guckt euch am besten erstmal den ersten Teil an, macht eh mehr Sinn. Jedenfalls gibt es hier sechs Zellen und da haben in jeder Zelle zwei Leute Platz. Manche sind gar nicht belegt, manche sind nur mit einem belegt. Ja, die sind jetzt gerade nicht so voll belegt, sage ich jetzt mal. Es sind halt immer diese Laserschranken davor, damit die nicht raus können. Hier ist ein Neimodianer. Also wenn jetzt dafür wie. So Leute, die ist halt, also zum Beispiel hier Plo Koon oder Cad Bane oder Jar Jar Binks, das sind nicht genau die, sondern halt andere aus deren Spezies. Zum Beispiel ein Neimodianer, der halt raus will, der hat halt das Gesicht von Newt Gunray. Der klopft halt gegen die Wand, weil er so wütend ist, dass er da nicht raus kann. Der hat hier noch sein Essen stehen. Ja, hier so ein Bett. Also es sind eben zwei Betten, ein Tisch mit zwei so Bänken. Ja. Halt nochmal Entschuldigung für die schlechte Beleuchtung. Ich kann es auch nicht. Oh, doch, meine Lampe funktioniert doch. Das ist ja mal gut. Das Licht zwar auch nicht so gut, aber man kann auf jeden Fall das besser sehen. Hier ist noch eine Zelle. Ja, da sind zwei Menschen drin. Die hier hat einer so einen Kaffeebecher oder irgendwas stehen. Da hinten ist noch eine leere Zelle. Die gehen hier halt so drin rum. Keine Ahnung, weil die langweilig ist. Hier ist noch eine Zelle mit einem Gangen. Ja, Gangen sind ja eher so friedliebend und ja, der wurde halt zu Unrecht verurteilt und deswegen heult er da jetzt auch in der Zelle und sitzt halt ganz allein rum. Ja, da steht noch sein Essen, noch eine Zelle und noch eine Zelle, wo halt ein, wie heißen die Leute? Plo Koon Spezies, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls sitzt da so einer rum auf seinem Bett und hier ist in derselben Zelle noch ein Duros, also Cad Bane Spezies, und der trinkt halt hier gerade was. Ja, das erstmal zu dem Gefängnis. Ich mach mal die Dächer schnell wieder drauf. Einmal. Zweimal. So. Zeige ich euch jetzt noch schnell die Schlacht, da gibt es nicht so viel zu zeigen. Hier halt Bäume an Seiten der Basis, so als Lückenfüller, weil ich nicht mehr genügend Steine hatte, das auch noch zu auszufüllen, aber auch nicht genügend andere Figuren oder beziehungsweise Ideen für so Nebenschlachten sozusagen hatte, da auch noch was hinzumachen. Hier teilen die sich jedenfalls auf. Achso, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Hier sind so Republikfahnen, die ich auch länger nicht mehr an der Basis hatte. Wollte ich auch mal wieder verwenden, finde ich ganz cool. Habe ich mir mal ausgedruckt. Und halt auf beiden Seiten Klone. Die eine Einheit wird von Commander Neo angeführt, den ich auch länger nicht mehr in einem Mock drin hatte. Jo, der schießt ja halt auf die Droiden mit den anderen. Ja, hier sind zerfetzter Droide. Einer, der gerade abgeschossen wird. Hier ist mein Custom Jedi, für die ich immer noch keinen endgültigen Namen habe. Deswegen nenne ich sie jetzt einfach mal die namenlose Jedi mit den zwei Doppellaserschwertern. Ja, finde ich halt ganz cool. Die sticht ja halt einen Droiden ab und springt dann schon auf die nächsten weiter. Ein paar Superkampfdroiden dazwischen, Klone, dieser hier spricht gerade zu Commander Neo, um dem halt irgendwas zu sagen, keine Ahnung. Hier ist noch auf der anderen Seite die Einheit, die wird von Commander Keller angeführt, den ich auch länger nicht mehr in einem Mock hatte. Ja, auf dieser Seite ist kein Jedi dabei. Noch einige Klone, einer, der mit einem anderen sprechen will, da drüben. Und hier sind noch halt weitere Droiden und ein paar Superkampfdroiden. Ein Abgeschossener, einer, der gerade abgeschossen wird. Ach ja, hier liegt noch ein toter Klon rum und hier ist noch ein Droiden-Commander, der den Befehl gibt, weiter vorzurücken. Ja, und das ist hier halt alles so begrünt zur Detaillierung. Ja, das war eigentlich auch schon alles zu dem Mock. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist halt für meine 250 Abonnenten besonders, also für euch gebaut. Danke nochmal an euch. Als nächstes kommt dann entweder der ein Jahres Special Custom, den ihr zwar schon kennt, aber zu dem ich dann ein Showcase-Video machen werde. Vielleicht wisst ihr schon, wer es ist.
Und danach wird dann wahrscheinlich noch der für, ja, 50.000 Videoaufrufe Mock- oder Custom-Contest kommen. Ich habe ihn noch nicht endgültig entschieden, aber ich denke, es wird eher ein Mock- und Basis-Contest. Ja, weil da auch meistens mehr Leute mitmachen. Ja, ich denke mal, es wird da auch wieder einen Sachpreis geben. Nur so viel vorab. Alles Weitere muss ich mir noch ausdenken und ja, beziehungsweise die Regeln festlegen. Also freut euch schon mal auf den Custom und den Contest und ich hoffe, es hat euch das auch gefallen. Kommentiert, bewertet, abonniert weiterhin. Ja, damit es auch ja, vielleicht irgendwann 2 Jahre oder so weiter werden könnten. Oder ja, was weiß ich, 300 Abonnenten oder 60.000 Videoaufrufe. Ja. Also, wie gesagt, kommentiert, bewertet, abonniert. Abonniert auch The Mob Maker 363, The Lego Daniel 1997, Captain Keely 98 und The Ultra Pro 12. Bis dann, tschüss.